Hallo und herzlich willkommen bei Lausitz TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei der EG Wohnen steht ein Generationswechsel an der Führungsspitze bevor. Zum Jahresende werden sowohl Arvid Hartlich als auch Uwe Emmerling in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft bestellt damit zum 1. Januar 2023 Thilo Eichler und Andreas Kretschmer als neue Vorstandsmitglieder. Thilo Eichler ist seit mehreren Jahren als Leiter des Kunden- und Objektmanagement bekannt. Zukünftig wird er technischer Vorstand der EG Wohnen. Andreas Kretschmer führt aktuell noch als Geschäftsführer die Geschicke der Spreegas. Ab Januar 2023 wechselt er dann in die Wohnungswirtschaft und bekleidet hier das Amt des kaufmännischen Vorstands. Vor dem Hintergrund des Strukturwandels arbeiten die LEAG und die Deutsche Bahn schon jetzt in Personalfragen eng zusammen. Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft wurde heute unternommen. Beide Unternehmen schlossen eine Kooperation zur künftigen Nutzung der LEAG-Ausbildungswerkstätten. Im Beisein von Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke unterschrieben Martin Seiler, der Personalvorstand der Deutschen Bahn, und LEAG-Personalvorstand Jörg Wanjek den Vertrag. Von künftigen Personalfragen zur heutigen Arbeitsmarktsituation. Wir werfen wieder einen gemeinsamen Blick auf die Zahlen des aktuellen Monats. Und die sehen durchaus vielversprechend aus. Die Agentur für Arbeit stellte heute die Arbeits- und Ausbildungsmarktzahlen für den Monat August vor. Der Bestand an Arbeitsstellen ist zum Vorjahr um 1250 Stellen angestiegen und die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 1190 gesunken. Keine Veränderung zum Vormonat zeigt die Arbeitslosenzahl. Jedoch ist diese im Vergleich zum letzten Jahr leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist bei 5,9%. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr, also ein ganz, ganz minimaler Anstieg, der vor allem dadurch zu begründen ist, dass wir ja die Ukrainer im Jobcenter sozusagen ab Juni führen und damit sie auch in der Arbeitslosenstatistik zu sehen sind. Also dieser Anstieg ist ausschließlich da abzulesen und gleichzeitig sehen wir aber, dass die Arbeitsstellen auf einem ganz hohen Niveau sind, also die Arbeitgeber suchen Arbeitskräfte und Auszubildende und daher leitet sich auch einfach diese Stabilität ab und gute Chancen hier für uns in Südbrandenburg. Der Arbeitsmarkt in Cottbus ist also trotz aktueller Krisen weiterhin stabil. Das Sorgenkind der Agentur für Arbeit bleibt aber in diesen Zeiten weiterhin die Jugendarbeitslosigkeit. Noch nie gab es so viele Ausbildungsstellen wie in diesem Jahr und noch nie gab es so wenig Ausbildungssuchende wie jetzt. Vor allem die Corona-Zeit hat den Zugang zu den Schulen und zukünftigen Auszubildenden erschwert und Praktika sowie Ausbildungsmessen weitestgehend unmöglich gemacht. Die Zahl der Jugendarbeitslosigkeit ist dementsprechend hoch. Ist aber trotzdem im Vergleich mit Brandenburg, da ist die Quote bei 7% immer noch niedrig und in Ordnung. Aber ja, auch da merkt man, dass ein bisschen was am Markt im Moment so stagniert und nicht so vorangeht. Da wird nicht jeder nach der Ausbildung übernommen. Zum anderen sind auch in der Zahl junge Menschen drin, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind und auch dort statistisch letztendlich irgendwo sich dann abbilden. Die Zahlen der Geflüchteten aus der Ukraine bilden sich besonders in den Bereichen der Jugendarbeitslosigkeit und der Arbeitslosigkeit von Frauen ab. Die Arbeitsvermittlung für diese Person läuft und einige konnten auch schon eine neue Arbeit finden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Arbeits- und Ausbildungsmarkt etwas vorsichtig auf die aktuellen Gegebenheiten reagiert und dass vor allem der Start der Ausbildung im nächsten Monat abzuwarten bleibt. Cottbusverkehr forscht eifrig an neuen Lösungen für die klimaneutrale Mobilität der Zukunft. Demnächst sollen Wasserstoffbusse für den Einsatz im Straßenverkehr getestet werden. Für die Anschaffung der modernen Busse erhielt das Unternehmen jetzt Fördermittel aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Mit diesem Geld soll die Anschaffung von insgesamt 11 Wasserstoffbussen bis zum Jahr 2025 unterstützt werden. Bereits Ende des vergangenen Jahres konnte Cottbusverkehr in Zusammenarbeit mit der LEAG Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz zur Umsetzung der Tankinfrastruktur akquirieren. Beide Meilensteine sind wichtige Bausteine auf dem Weg zum klimaneutralen ÖPNV. Nicht nur Cottbusverkehr freut sich über finanzielle Zuwendungen. Auch die Cottbuser Tafel durfte gestern einen wichtigen Scheck entgegennehmen. Von wem das Geld stammt und wofür es verwendet wird, hat sich Miriam Milz vor Ort angesehen. 5.000 Euro für die Cottbuser Tafel. Die stolze Summe wurde von Thomas Bergner und Martin Ruske übergeben. Das Geld kommt aus der diesjährigen AFA Classics Spendengala.
Über 50.000 Euro kamen dabei zusammen. Damit können 10 Projekte mit je 5.000 Euro gefördert werden. Die Cottbuser Tafel ist eines von ihnen. Diese hält sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden über Wasser. Da kommt das Geld wie gerufen. Ja, ist sehr, sehr angespannt, also, weil ganz viele Sachen zusammenkommen. Nicht? Das eine ist, dass nach 2 Jahren Pandemie die ehrenamtlichen Helfer an ihren Grenzen sind und es auch wirklich schwierig ist, die zu motivieren. Auf der anderen Seite werden die Lebensmittel weniger in den Supermärkten durch gestörte Lieferketten, dadurch, dass Supermärkte weniger Lebensmittel abgeben, viele Lebensmittel direkt in die Ukraine gehen. Und dann natürlich die gestiegenen Energiepreise, die uns natürlich erst im nächsten Jahr erwischen werden. Man muss wissen, wenn man so eine Tafel betreibt, dann hat man ganz viel Kosten für Strom, also Kühlung, Tiefkühlung. Und auf der anderen Seite natürlich die gestiegenen Benzinpreise, die sich ja im letzten Jahr mehr als verdoppelt haben. Die Zahl derer, die auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind, steigt immer mehr an. Doch wer sind die Menschen, die auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind? Mit der Mehr will ich gleich mal aufräumen, dass das eigentlich nur Ausländer sind, die zu uns kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind auch Menschen aus dieser Stadt betroffen. Die Lebensunterhaltungskosten werden immer größer. Die Kosten für Sprit, für Heizung, für Elektrik werden immer höher. Und insofern bleibt wenig übrig. Und eines Tages ist man dann einer, der dann hier anklopft und sagt, ich möchte gerne aufgenommen werden, weil ich meine Lebensunterhaltung nicht mehr hinbekomme. Und insofern ist es unglaublich wichtig, dass es so etwas gibt wie die Tafel, aber auch, dass die Tafel leistungsfähig ist und das bringen kann, was man auch von ihr erwartet. Und insofern unterstütze ich das, wo ich kann, gerne, aber eben auch die AFA. Die AFA Classics ist eine Netzwerkgruppe. Ihre Mitglieder kommen aus Sport, Verwaltung, Wissenschaft und sozialen Initiativen. Jedes Jahr wird auch gemeinsam eine Förderung für ein gesondertes Projekt bereitgestellt. Vereine und Initiativen können sich dafür bewerben. Als der Vorschlag zur Förderung der Cottbuser Tafel kam, das war bereits das zweite Mal jetzt in 5 Jahren, haben wir sofort Ja gesagt. Es ist momentan essentiell und unerlässlich wichtig, gerade Tafeln zu fördern, weil aufgrund der sozialen Notwendigkeiten, der gestiegenen Energiepreise und der gestiegenen Lebenshaltungskosten sehr, sehr viele Menschen derzeit mehr auf die Tafel als früher angewiesen sind. Für uns war es selbstverständlich, hier mit 5.000 Euro zu unterstützen, um schnelle Hilfe zu leisten. Die Tafel sucht immer wieder neue, engagierte Leute, die helfen wollen. Und wenn dafür keine Zeit ist, gibt es auf der Homepage ein Spendenkonto. Jeder Cent kann helfen. Ab kommender Woche rollt der Durchgangsverkehr in Gallinchen wieder. Die Stadt Cottbus teilte mit, dass die Bauarbeiten an der B97 deutlich zeitiger als ursprünglich geplant abgeschlossen werden konnten. Die Umleitungsbeschilderung wird anschließend nur abgebaut, was einige Tage in Anspruch nehmen kann. Auf der Bundesstraße waren seit Ende Mai umfangreiche Bauarbeiten am Untergrund und am Straßenbelag durchgeführt worden. Mut zur Lücke beweist Comedian Matze Knob jetzt in seinem neuen Live-Programm. Darin nimmt er sich vor, die Absurditäten des Alltags, die Tücken der Technik und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern scharfsinnig auf die Schippe zu nehmen. Fans und Freunde seines Humors können sich auf die Live-Entertainment-Show am 9. September um 20 Uhr in der Stadthalle Cottbus freuen. Tickets gibt's über eventim.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Und bevor ihr euch jetzt gleich ins Sportoutfit werft und mit Dr. Carola Wiesner bei Meine 5 Minuten schwitzt, haben wir die dritte Folge unseres Spezial zur Oberbürgermeisterwahl vorbereitet. Heute wollten wir von den Kandidierenden wissen, was die drei wichtigsten Schwerpunkte ihres Wahlkampfs sind. Was sie geantwortet haben, seht ihr jetzt. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche noch einen schönen Mittwochabend und bis bald. Für mich sind die wesentlichen Aspekte im Wahlprogramm, dass wir die Strukturen verändern, dass wir mehr den Blick auf eine menschliche Politik legen, dass wir Mitbestimmung integrieren. Das heißt, die Menschen vor Ort sollen Politik mitgestalten und auch mitentscheiden dürfen, zu Entscheidungen ihres Stadtteils zum Beispiel. Und wichtig ist auch, dass wir im Bereich der Machtbegrenzung schauen, dass wir transparent arbeiten und auch
Macht begrenzen. Das heißt, es braucht unabhängige Ausschüsse und ich denke, das ist auch im Sinne der Menschen zu schauen, dass die politischen Entscheidungen nach außen hin auch transparent gestaltet werden, um die Menschen auch dort abzuholen, wo sie sind. Und ein weiterer wesentlicher Aspekt ist im Wirtschaftsbereich, dass wir solidarisch wirtschaften, das heißt bedarfsgerecht und nicht nach der Gewinnmaximierung ausgerichtet. Liebe Cottbusinnen und Cottbusser, als allererstes Fachkräfte, Arbeitskräfte müssen hier in unserer Region in Cottbus bleiben und neue müssen sich auf den Weg machen, gerne zu uns zu kommen, zum Arbeiten und zum Leben. Als zweites Familien stärken. Wir alle wissen es, in Corona hat es sich nochmal gezeigt, Familien waren besonders belastet. Sie sind unsere Zukunft. Die Kinder, die Eltern und genauso die Großeltern brauchen wir. Das müssen wir anpacken. Und als drittes, auch das konnte Cottbus in der Vergangenheit sehr gut, wir müssen Finanzmittel clever einsetzen. Förderprogramme vom Bund, vom Land und auch von der EU, mit allen, mit der Wirtschaft, mit der Verwaltung, mit unseren Eigenbetrieben, mit Ihnen, liebe Cottbusinnen und Cottbusser, erfolgreich einsetzen und den Strukturwandel damit zum Erfolg von uns allen machen. Selbstbewusst Cottbus vertreten, das heißt also sich nicht wegducken, wenn Cottbusser diffamiert werden durch Politik, durch Medien, durch den instrumentalisierten Verfassungsschutz. Ich möchte vor die Bürger dieser Stadt mich stellen und auf die Leistung der Bürger hinweisen und auf die großartige Stadt Cottbus. Das zweite ist, die Sicherheit wieder gewähren. Seit 2015 gab es also eine massive Erhöhung der Straftaten. Wir haben eine Verzehnfachung der Straftaten hier in Cottbus. Und deshalb müssen wir wieder für Ordnung und Sicherheit sorgen. Und dieses Ordnungsamt muss wieder seiner ordinären Aufgabe nachkommen, für Recht und Ordnung zu sorgen, in Kooperation mit der Polizei. Das dritte ist, die Infrastruktur, die ist absolut desolat. Wir haben einen Investitionsstau von ungefähr 460 Millionen Euro allein bei Straßen und Brücken. Und da möchte ich mich auf Landes- und auf Bundesebene dafür einsetzen, dass diese Maßnahmen letztendlich abgeschlossen werden und natürlich eine überregionale Anbindung an Autobahnverbindungen und natürlich auch an Bahnverbindungen. Der absolut wichtigste Schwerpunkt ist für mich das Thema familienfreundlichste Stadt. Damit meine ich den Ausbau von ausreichend Kita- und Schulplätzen, den Investitionsstau da aufzuheben. Ich meine damit aber auch Familienzentren zu schaffen in jedem Stadtteil und ich meine damit ein Jugendparlament zu initiieren, um die Jugend noch stärker mit einzubeziehen. Wichtig ist mir beim Thema Familienfreundlichkeit ist Generationengerechtigkeit. Das ist gleichzusetzen. Der abgesenkte Bordstein hilft dem Rollator und dem Laufrad. Das ist für mich immer eins. Auch Senioren gehören zum Thema Familie. Digitalste und bürgerfreundlichste Stadtverwaltung ist enorm wichtig für mich. Da bringe ich viel mit, da möchte ich viel umsetzen. Die Bürger-App ist schon genannt. Ich möchte, dass die Verwaltungswege einfacher, digitaler werden. Ich möchte aber auch im Bereich Bürgerfreundlichkeit, dass das Amtsblatt wieder eingeführt wird und die Kommunikation zwischen den Bürgern und der Verwaltung verbessert wird. Am Ende möchte ich, dass Cottbus zur Strukturwandel Gewinnerstadt wird und wir alle dabei mitnehmen. Ich setze auf alle Fälle auf pragmatische Lösungen in einer dynamischen Zeit, vorausgeschickt. Es geht im Bereich Verwaltung darum, die Arbeitsabläufe zu straffen, zu dynamisieren, näher an den Bürger dran zu bringen, den Bürger besser zu beteiligen, die Unternehmen mit besseren Antragsunterlagen und so weiter auszustatten. Bei der Wirtschaft setze ich auf die Impulsgeber Unternehmen, die bereits vor Ort sind, welche für mich auch letzten Endes die wichtigsten Akteure sind, den Strukturwandel zu gestalten. Bei der Bildung, das ist auch ein wichtiger Punkt für mich, den ich nach vorne setzen will, geht es darum, die jungen Menschen vor Ort zu halten. Da will ich mehr mit Symbolpolitik arbeiten, den jungen Menschen bewusst zu machen, wie schön es in unserer Stadt ist, wie gut sie sich beteiligen können und welche Aufstiegschancen sie haben. Als Schwerpunkt in meinem Wahlkampf setze ich die Arbeit im Strukturwandel, eine funktionierende Wirtschaftsförderung und die Stärkung der Verwaltung. Cottbus braucht den Sport, die Sportfamilie, den FC Energie, gut funktionierende Strukturen, gepflegte Sportstätten und deren Betrieb. Ja, das ist natürlich ein großes Programm und ich will mal so die Bandbreite darstellen bei den drei wichtigsten. Ganz klar die Leuchtturmprojekte des Strukturwandels, ICE, Instandsetzungswerk, die universitäre Medizinerausbildung
Und ganz toll, der Lausitz Science Park. Das wird Cottbus positiv verändern. Hier geht es tatsächlich um gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze für die Zukunft. Das nächste Thema ist Katastrophen, Bevölkerung und Zivilschutz. Hier müssen wir uns den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Das werde ich auf jeden Fall auf den Weg bringen. Hier haben wir noch einige Defizite. Das sind wir unseren Menschen schuldig. Und das möchte ich im Zusammenhang mit einer Offensive für das Ehrenamt verbinden. Cottbus braucht dich, heißt die Überschrift. Und da werde ich viel dafür tun, dass wir Ehrenamter zurückgewinnen. Und Klimaschutz gehört für mich ganz wichtig dazu. Ich möchte ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept auf den Weg bringen. Ich will mal drei Fälle antippen. Die Trockenheit, hier brauchen wir das Thema Schwammstadt. Wie können wir Wasser in der Stadt halten? Das Thema CO2-Bindung ist wichtig und überhaupt CO2. Und der Waldumbau liegt mir am Herzen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder einmal bei Gitti im Garten und werde mit ihr gemeinsam Übungen mit dem Stuhl zeigen. Und Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich so ein spezielles Outfit trage. Ich habe mir vor etwa 4 Wochen einen Wirbelbruch zugezogen bei einer sehr harten Landung mit dem Fallschirm. Musste auch leider operiert werden, aber ich taste mich jetzt langsam ins Leben zurück. Für die erste Übung bitte hinter den Stuhl stellen, sich schön lang aufrichten, einschließlich die Halswirbelsäule schön strecken, sanft festhalten und auf den Ballen gehen. Damit beginnen wir. Und dann wird die Übung erweitert. Auf den Ballen gehen, in die Knie gehen, den Oberkörper aber so wie Gitti sehr schön lang und aufrecht halten. Genau. Und zum Schluss bleiben wir da oben und gehen nur noch in die Knie. Und trainieren wunderbar die Beinmuskulatur. Los geht's. Wir gehen lang aufgerichtet nach oben in den Beinstand. Schön hier auf dieser Ebene bleiben und nach oben. Den Bauch anspannen ist immer wieder wichtig. Und jetzt erweitern wir die Übung. Wir gehen hoch in die Knie, bleiben schön lang im Rücken und wieder zurück. Hoch in die Knie gehen, heben und wieder rück. 1, 2, 3 und 4. Hoch, tief, hoch, zweimal noch. Hoch, tief, hoch, ab und hoch, tief, hoch, ab. Jetzt bleiben wir oben hoch und nur noch in die Knie gehen und wieder hochkommen. Versuchen das zu halten auf dem Ballenstand. Tief und tief. Rücken schön lang, Bauchspannung halten. Gleichmäßig atmen ist auch noch wichtig. Und wir gehen noch 4 und 3 und 2 und 1 in die Knie. Für die zweite Übung bitte auf den Stuhl setzen und nicht anlehnen. Füße etwa schulterbreit auseinander und jetzt die Arme heben und nach hinten ziehen. Das ist diese Übung und dazu neigen wir uns leicht nach vorn. Und jetzt kräftig die Arme nach hinten ziehen, schön zwischen die Schulterblätter spannen. Kinn wieder leicht reinziehen, damit die Halswirbelsäule lang ist. Genau so. So, wir heben die Arme. Und gehen mit dem Oberkörper etwas nach vorn und ziehen jetzt kräftig die Schulterblätter nach hinten. Wieder daran denken, dass der Rücken ganz lang bleibt. So, dieses Vorneigen fällt mir noch etwas schwer. Gitti bleibt in der Position. Ich richte mich auf und ziehe trotzdem kräftig zwischen die Schulterblätter. Und noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Bei der dritten Übung richten wir uns auf und machen einen Schritt nach vorn, wieder zurück und dann wieder hinsetzen. Dann wechseln wir das Bein aufrichten, Schritt vor, zurück und dann wieder hinsetzen. So, wir starten. Wir stehen auf, Schritt nach vorn, zurück und wieder hinsetzen. Aufstehen, Rücken lang, anderes Bein nach vorn, zurück und wieder hinsetzen. Ich mache das noch mit Abstützen. Wem das schwerfällt, gerne die Hände auf die Oberschenkel nehmen beim Hoch- und Runtergehen. Hopp, Gitti zeigt die Variante ohne Abstützen. Und hopp, wir gehen hoch. Lang aufrichten, wieder den Oberkörper und zurück. Heben, Bauch anspannen. Vor, zurück
und wieder ab. Die letzten vier. Hoch, vor, zurück und wieder ab. Hoch, vor, zurück und die letzten zwei. Spannung halten im Bauch, lang bleiben und wieder ab. Und letztes Mal hoch, vor, hoch und geschafft. Unsere vierte Übung beginnt wieder im Stand. Ein Bein nach hinten, den gleichen Arm nach oben und beides nach hinten ziehen. Wieder mit einer guten Bauchspannung. Ganz bewusst benutzen wir die gleiche Seite, damit schön die ganzen Faszien im Vorderbereich aufgearbeitet werden. Okay, Arm und Bein anheben, nach hinten ziehen und leicht wieder ran. Rückziehen und ran. Rückziehen und ran. Schön geradeaus schauen, Bauch spannen und kräftig ziehen. Noch vier und drei und zwei und jetzt oben halten. Und rück, 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 rück. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Wir wechseln. Und los geht's. Heben, ran, heben, ran. Lang heben und wieder ran. Heben und wieder ran. Heben und ran. Heben und ran. Noch vier, drei, zwei und halten und rückziehen. Bauch ist fest und ziehen. Kräftig nach hinten ziehen. Und nochmal acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Gitti, fürs Mitmachen. Und ich denke, die Übungen sind sehr gut einsetzbar für unsere Gruppen. Ich denke schon. Und eine Frage habe ich noch an dich, Carola. Das ist nur noch nicht so lange her, deine Operation. Und das klappt doch schon ganz gut wieder. Ja, ich denke, da sieht man, dass wenn man viel Sport getrieben hat sein Leben lang, dass man viel schneller wieder in die Gänge kommt. Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch einige Verletzungen und der Sport hilft einfach, mentale Stärke aufzubauen. Und das sieht man jetzt hier auch wieder ganz deutlich an Carola. Treibt Sport und ihr werdet fit. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund. Meine 5 Minuten, präsentiert von Schickeria, Ihr Fachinstitut für Gesundheit und Ästhetik in Cottbus. Also grundsätzlich zeichnet sich das Bildungssystem darin aus, so wie ich es wahrnehme, dass es ein Programm gibt und die Kinder werden in dieses Programm oder in dieses Rahmenprogramm reingepresst. Wenn die Kinder dort aber nicht reinpassen, und das sind die Beobachtungen auch in den letzten Jahren, dass es immer mehr Kinder gibt, die Schwierigkeiten haben, sich an diesen Rahmen anzupassen und auch irgendwie mit vielen Gegebenheiten so nicht klarkommen, da ist es ganz wichtig zu schauen, was brauchen diese Kinder ganz individuell. Dieses alle sind gleich, finde ich, funktioniert nicht mehr. Und es war wahrscheinlich noch nie günstig, alle in ein gleiches Programm zu packen. Ich glaube, dass wir perspektivisch Lernorte brauchen, die weit über die Schule hinausgehen, wo individuelle Förderung möglich ist, wo die Kinder ihr Potenzial entfalten können, wo sie ihre Stärken ausnutzen oder beziehungsweise nutzen können, wo diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, die sie von sich aus mitbringen und wo sie ihre Interessen haben, dass wir die mehr unterstützen und dass wir da auch ganz praktisch rangehen, dass wir sagen, okay, es braucht nicht nur die Vermittlung von Wissen im theoretischen Sinne, sondern auch ganz praktische Erfahrungen. Und das darf auch im Kindergarten losgehen, das darf dann auch in der Schule weitergeführt werden, dass es einen wesentlich höheren praktischen Anteil gibt, dass sie handwerkliche Fähigkeiten, Fertigkeiten ausprägen oder ausüben können und dass sie sich da auch probieren, dass sie nicht am Ende der Schule ganz theoretisch zwar voll von Wissen sind,
aber eigentlich nicht wissen, was sie damit anfangen können oder wo ihr weiterer Weg hingeht. Dass sie dann zum Studium gehen und dann aber feststellen, das ist jetzt doch nicht mein Thema oder mein Themengebiet, sondern ich glaube, dass um dem Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken, wir viel, viel früher ansetzen müssen und den Kindern ganz andere Grundlagen schaffen, andere Arbeitsmaterialien, auch Lernbegleiter, Wegbegleiter, die sie auf diesem individuellen Weg begleiten, unterstützen, für sie da sind und schauen, dass wir das Beste rausholen. Cottbus hat viele Chancen, aber auch Herausforderungen. Es gilt zu arbeiten, anzupacken. In Cottbus gibt es verschiedene Bundes- und Landesprojekte. Sie müssen zu unseren Cottbuser Projekten werden. Dafür muss die haupt- und ehrenamtliche Verwaltung geführt werden und tätig werden. Das Gleiche gilt für die Stadtgesellschaft. Wir wissen, neben dem Arbeiten, wir brauchen Fachkräfte, Familien. Sie müssen sich aber auch entscheiden, hier in Cottbus mit uns zusammen zu leben. Dafür muss Cottbus ebenfalls die Ärmel hochkrempeln. Ich als Cottbuser Oberbürgermeister werde mich unter anderem für Spielplatzsanierungen einsetzen, für Begegnungsräume generationsübergreifend wohnortnah, die Stärkung und Umsetzung von verschiedensten Konzepten, die bereits entschieden sind, die müssen endlich umgesetzt werden. Sie sehen, Cottbus hat große Chancen, aber es gilt jetzt auch anzupacken. Liebe Cottbusinnen und Cottbusser, am 11. September geht es um unsere Stadt, um Cottbus. Ich möchte gern Ihr neuer Oberbürgermeister werden. Dafür bitte ich um Ihre Stimme. Lassen Sie uns gemeinsam Cottbus noch besser machen. Mein Cottbus. Seit der Wiedervereinigung hat unsere Heimat viel durchmachen müssen. Wie oft waren wir schon wütend? Immer dann, wenn Politiker in ihre Kameras blickten und es noch wagten, von blühenden Landschaften zu sprechen, wo sie kaum mehr als verbrannte Erde hinterließen. Bis heute wirkt die Deindustrialisierung der frühen 1990er Jahre nach. Doch wir haben nicht aufgegeben und die Ärmel hochgekrempelt. Weil Heimat mehr ist als nur ein Standort. Weil sie ein Teil von uns und ihre Zukunft unzertrennlich mit unserer eigenen verbunden ist. Wir alle haben gemeinsam an dieser Zukunft gebaut und trotz allem unser Cottbus zu einer lebenswerten Stadt gemacht. Aber wir haben auch gelernt, dass wir uns nur auf uns selbst verlassen können und nicht auf Politiker, die meilenweit von unserer Lebenswirklichkeit entfernt sind. Das hat uns zusammengeschweißt, uns selbstbestimmt und stark gemacht. Und immer öfter werden wir uns unserer eigenen Kraft nun auch bewusst. Von Politikern und Medien wird Cottbus dafür immer wieder verschrien, als Stadt der Störenfriede, der Abgehangenen, der Unzufriedenen. Aber es trifft uns nicht, was sie über uns sagen. Wir sind stolz auf unsere Lebensleistungen, auf unser Cottbus und unsere selbstbestimmte Art. Und nun ist es an der Zeit, dem auch politisch zum Ausdruck zu verhelfen. Am 11. September sind Oberbürgermeisterwahlen und wir haben erstmals die realistische Chance, einen Kandidaten zu wählen, der sich für Cottbus nicht entschuldigt, sondern sich selbstbewusst an die Seite der Bürger unserer Stadt stellt. Der nicht Teil der politischen Klasse ist, sondern zu uns gehört und der, wie wir, möchte, dass Cottbus unsere Heimat bleibt. Liebe Cottbusser, mein Name ist Lars Schieske, ich bin ein Kind dieser Stadt und ich möchte als euer Oberbürgermeister mit Herz und Leidenschaft dafür kämpfen, dass Cottbus die Stadt der Cottbusser bleibt. Wir wollen in unserer Stadt keine Zustände wie in Frankfurt, Duisburg oder Berlin. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit, Wohlstand und Freiheit. Setzen wir am 11. September ein Zeichen der Wende, was weit über unsere Stadt hinausstrahlt. Für die Zukunft unserer Heimat, ich zähle auf euch.
Euer Lars Schieske. Ich bin froh, dass unsere Bahn, seit 150 Jahren einer der größten Arbeitgeber unserer Region, endlich wieder hier investiert. Ich bin bestrebt, dass alle Firmen, ob groß oder klein, eine Willkommenskultur in der Verwaltung bekommen, eine transparente Kommunikation und dass all ihre Vorhaben, die gut für Cottbus sind, unterstützt werden. Jeder Händler, Gastronom und Veranstalter braucht keine Reglementierungen. Wir wollen, dass Cottbus wieder eine lebensfrohe Stadt wird. Cottbus hat ein grünes Band von Parkanlagen, eine Riesenchance im Strukturwandel, eine große und erfolgreiche Sportfamilie, den größten künstlichen See unmittelbar vor der Haustür, eine charmante und liebenswerte Innenstadt und eine gute und gut organisierte Kulturszene. Aber es gibt auch Herausforderungen, zum Beispiel die Brache am Blechenkarree, die wir alle kennen. Da müssen Lösungen her und die werden wir finden. Mit meiner 30-jährigen Erfahrung in der Stadt Cottbus, in der Verwaltung, in unterschiedlichen Führungspositionen, weiß ich, was wichtig ist für unsere Stadt. Wir brauchen ein Klimaschutzkonzept. Da geht es um CO2-Einsparung und Speicherung. Da geht es um Wasser, da geht es um Elektromobilität. Und das werde ich gemeinsam mit der BTU Cottbus auf den Weg bringen. Ein großes Zukunftsprojekt, was mir besonders am Herzen liegt, ist der Cottbuser Ostsee, unmittelbar vor unserer Haustür. Da geht es nicht nur um Tourismus und Naherholung, da geht es auch um den Klimawandel. Da geht es um die Nutzung der Seewasserwärme für die Fernwärmeversorgung. Da geht es auch darum, ein CO2-freies Hafenquartier zu haben und Projekte für erneuerbare Energien auf dem See direkt hinzubringen. Das sind Dinge, die mir am Herzen liegen und die ich umsetzen werde. Die herausforderndsten Projekte sind die Leuchttürme des Strukturwandels. Ich denke an die universitäre Medizinerausbildung, an das ICE-Instandsetzungswerk und an den Lausitz Science Park. Hier braucht es perfekte Rahmenbedingungen und natürlich einen kompetenten Oberbürgermeister. Diese Strukturwandelprojekte schaffen in unserer Stadt über 14.000 Arbeitsplätze. Es werden junge Familien nach Cottbus kommen und ich werde dafür kämpfen, dass bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Die aktuellen Krisen dieser Zeit haben gezeigt, dass Ehrenamt und auch Hauptamt an das Ende der Durchhaltefähigkeit der Kräfte kommt. Allen, die sich hier eingesetzt haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Ich werde dafür sorgen, dass das Ehrenamt in dieser Stadt durch eine Initiative gestärkt wird. Junge Menschen haben in der Vergangenheit leider unsere Stadt nach der Ausbildung verlassen. Ich habe das am Beispiel meines Sohnes erlebt, vor welchen Herausforderungen junge Menschen dabei stehen. Mir ist wichtig, dass junge Menschen in unserer Stadt eine Zukunftsperspektive haben. Ein wichtiger Schritt dabei war unser neues Gründungszentrum, was es seit einem Jahr gibt. Ich werde durch weitere Initiativen dafür sorgen, dass hier noch viele folgen. Mein Name ist Thomas Bergner. Ich möchte am 11.09. Ihr neuer Oberbürgermeister werden. Ich möchte weiterhin für diese Stadt und für Sie Verantwortung übernehmen. Und deshalb bitte ich Sie dafür um Ihr Vertrauen.
Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Nachtschwärmer, aufgepasst! Die 18. Museumsnächte erwarten euch an den Wochenenden vom 3. bis zum 26. September. Mehrere Nächte, eine Region. Museen, technische Denkmäler und Kultureinrichtungen präsentieren Spannendes und Unterhaltsames. Das ganze Programm findet ihr auch unter lausitzer-museenland.de. Willkommen bei den 18. Museumsnächten. Tauchen Sie ein in eine andere Welt und genießen Sie den Spreewald mit allen Sinnen. Ein Besuch in der Spreewaldtherme heißt, das Baden neu zu entdecken. Bade- und Wellnessangebote sind authentisch und unverwechselbar mit dem Spreewald verbunden. Eine behagliche Stimmung, modernes Ambiente, Ruhe und Wärme versprechen ein einzigartiges Saunaerlebnis. Regenerieren und entspannen. In der Spreewaldtherme können Sie sich optimal erholen. Sparen Sie Sonntag bis Donnerstag mit dem 2+1 Abendtarif. Dann heißt es ab 18 Uhr 3 Stunden entspannen und baden, aber nur 2 bezahlen. Aus Cottbus können Sie übrigens ganz entspannt mit dem Bus anreisen. Mit dem Wellness-Ticket erhalten Sie bei Cottbusverkehr die Fahrkarte für die Busfahrt sowie den Thermeneintritt zum Sparpreis. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Unsere Expertenangebote für unsere Nachbarn. Expert mit den besten Empfehlungen. Trendig, einfach besonders. Ein Genuss für Auge und Gaumen. Bewusst essen und genießen mit Mosquito Smart. Leichte Gerichte mit vielen Proteinen und wenig Kohlenhydraten. Mosquito, die Adresse in Cottbus, nicht nur für Cocktails. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Das Bewegungsduo ruft gleich zweimal ins Sportzentrum. Am 23. September geht es ins Leichtathletikstadion. Dort steht der Sportabzeichenabend an. Macht dabei mit oder kommt einfach so vorbei, jeder ist willkommen. Am nächsten Tag geht es in die Leichtathletikhalle. Hier wird dann getanzt. Macht bei einem der vielen Workshops mit und schaut euch Auftritte von Profis an. Perfekt für Familien. Das Bewegungsduo im Cottbuser Sportzentrum am 23. und 24. September. Freier Eintritt an beiden Tagen. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen Termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel.
Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96.